So, da wäre ich auch mal wieder. So, Timer ist gestartet. Ich kletter nochmal das Ringrohr hoch. Und dann hoffentlich auch endlich mal, dass wir dazu kommen, die scheiß Möwe da oben wegzukriegen, beziehungsweise den Kran da wegzubiegen. Wir haben schließlich ein schickes Brecheisen. Das sollen wir schließlich benutzen. Schwirr ab! Schon wieder von der... Die hat er... Naja, die hat einen verdammten Spitzenschnabel. Hey, Nico! Was, Joe? Sorry, Nico. Beeil... So, schneller gehen, wenn du dich mal ein bisschen beeilst, Nico. Nicht nur mit den Hüften wackelst. So, guck mal, Brecheisen und Kran. Sieh dich vor, George. Warte da, Nico. Ich komme und lass dich rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Hui. Du solltest lieber mal herkommen und dir das ansehen. Oh Gott, das ist ein Manet. Nö, das ist keiner. Das ist ein Hobbs. Im Stil von Manet. Oder wie wir Experten sagen würden, ein gefälschter Manet. Hobbs ist mehr als ein Restaurator. Er ist ein professioneller Fälscher. Oh, und das wäre dann... Du... Hobbs ist gut. Du siehst sehr hübsch aus. Und das bist du. Meine Güte, du siehst aus wie... Schrott? Ja. Ist das Lady Piemont? Ja. Ist sie etwa... Ja. In deinem... Ja. Oh, also haben wir die ganze Zeit nur für eine Fälschung Modell gestanden? Fälschung. Toll, was? Kann ich zu meiner Mordanklage dazu packen? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Oh Mann, so, gehen wir mal nach oben. Also Balkontür waren wir ja, das, da ist ja nichts weiter. So, was genau soll man wirklich tun? Ich mach mal. Ich fand, etwas Licht könnte nicht schaden. Der Sicherungskasten summte leise, aber nichts geschah. Ich vermutete, dass der Lichtstromkreis ausgefallen war. George, sei vorsichtig. Hobbs meinte doch, die Leitungen hier seien uralt. Ja, ich glaube, ich lasse das Licht lieber aus. Auf der Plattform des Lastenaufzugs gab es Metallösen zum Verzurren der Ladung. Oh, Marseille-Anlage. Danke, George. Allmählich ging mir das wirklich auf die Nerven. Kein Ding. So. Ich musste keine fröstelnde Lady Piemont besänftigen. Haben wir hier hinter jetzt noch was? Nee, wa? Hobbs hatte hervorragende Arbeit geleistet, aber... damit können wir sicher gehen, indem wir es anzünden. Nee. Das wäre... Was? Das wäre nicht sinnlos. Ein Abdecktuch haben wir jetzt noch erhalten. Eine Kette. Blumen. Ich bin jetzt überfragt. Ich muss das Gemälde finden. Wo soll ich nur suchen? Achso, das... Ach, wir sollen ein Gemälde finden.
Ja, du sagst, das ist in ihrem Hintern. Das heißt, er hat es drunter gepackt. Da würde ich sagen, ein Nabelknipser. Das würde nie. Oh. Na, ein Messer haben wir ja nicht. Das würde nie. Das würde. Die sind aber sonst keine anderen Bilder, oder? Nee. Bin ich jetzt doch überfragt. Also ein guter Vorschlag wäre vielleicht, dass du versuchst, durch die Tür auf der Galerie in den Raum zu gelangen. Hä? Wir sind doch schon in der Galerie. Ach so. Mann, jetzt ruhig die Balkontür da oben. Abgeschlossen. Wenn Hobbs zu Hause ist, steckt er hinter dieser Tür. Ich hatte so ein Gefühl, als könnte mir diese Kette irgendwann mal helfen. Was machst du denn da? Gewaltanwendung. Das sollte funktionieren. Gehen wir mal rein. Und was jetzt? Mal sehen, was Hobbs hier oben versteckt. Ich will es besser gar nicht wissen, alles. Das ist also Hobbs Bude. Nicht gerade ein schickes Penthouse, was? Ui, Anrufbeantworter, sieht gut aus. Nico. Was gibt's? Hobbs Anrufbeantworter und jemand hat draufgesprochen. Hören wir uns das mal an. Sie haben zwei neue Nachrichten. Nachricht 1. Hobbs, Medowski hier. Ich bin am Flughafen. Ich muss mich beeilen. Mein Flug geht gleich und... Letzter Aufruf für die Passagiere des Fluges BA470 nach Barcelona. Es ist schade, dass Sie aus unserem Geschäft aussteigen wollen. Es hat sich doch für uns beide gelohnt. Aber wenn Sie das so wollen, muss ich das respektieren. Ich schicke jemanden rüber, um die Einzelheiten zu klären. Passen Sie auf sich auf, mein Freund. Nachricht 2. Alle Schätzchen, ich bin's, Bisou. Hör zu, Liebling. Wir müssen unsere kleinen Pläne aufs Eis legen. Ich habe mit diesem Versicherungsfritzen und seiner Freundin geredet und ihnen so gut wie alles erzählt. Ich möchte so gern bei dir sein, Delphine. Aber der Mord an Henri, du verstehst. Ich kann hier jedenfalls nicht weg, bevor sein Name nicht wieder reingewaschen ist. Ich fühle mich so schuldig, Schatz. Glaubst du, er wusste Bescheid über uns? Hüte dich vor diesem Russen. Bon voyage, mein Geliebter. A bientôt. Keine weiteren Nachrichten. Hui. Also wusste Bijou über alles Bescheid. Zumindest war sie Henri am Ende treu. Und was ist, wenn Medowskis jemand zuerst hier war? Und was ist, wenn Medowskis jemand noch immer hier ist? Das wäre ziemlich schlecht, aber wir wissen ja, da soll ja... das Porträt angeblich sein. Eigenartig. Hey Nico, komm und schau dir das an. Dieses Bild, irgendwas daran kommt mir bekannt vor.
Das ist der Hintern einer Frau, George. Ja, schon klar. Aber den kenne ich. Weißt du was? Das ist Bijous Hintern. Ich will gar nicht wissen, woher du das weißt, George. Aber hat sie nicht gesagt, das Gemälde sei hinter ihrem Hintern? Das hat sie. Vielleicht ist ja... Verdammt, es ist an die Wand geschraubt. Ach, na so ein Ärger aber auch. Da hilft nur häusliche Gewalt. La Maledictio. Wir haben es gefunden. Erstaunlich. Bist du sicher, dass dies das echte Bild ist? Naja, ich bin kein Experte, aber ja, das müsste echt sein. Schau mal da, in der Mitte. Das gleiche Gesicht, das Hobbs gezeichnet hat. Und mit dem gleichen Symbol auf seiner Stirn. Er muss es entdeckt haben, als er das Bild gereinigt hat. Aber wieso war denn ursprünglich ein Baum drüber gemalt? Wie Simeon gesagt hat, versteckte Gnostiker-Geheimnisse. Wir haben das Bild, Nico. Aber hier muss doch noch mehr zu finden sein. Du hast recht. Wenn die Polizei erstmal mit drin hängt, kriegen wir keine Gelegenheit mehr. Damit haben wir schon mal das Bild, so ein abstraktes Bild. Das ist ein echtes Meisterwerk. Ein gefälschtes Meisterwerk, meinst du wohl? In diesem Becken möchte ich nicht sauber machen. Zum Glück muss ich das auch nicht. Das war ein herrliches Gemälde. Ich hatte den Anruf. Nein, ich will meinen Schrank durchsuchen. Wer weiß, was für hilfreiche Sachen in diesem Schrank stehen. Freu dich nicht zu früh, George. Na, da schau an, eine hilfreiche Flasche Diät-Cola. Mitnehmen. Man weiß nie, wann man mal eine Diät-Cola braucht. Genau. Abgesehen von ein paar alten Rohren war der Schrank leer. So für einen Eimer. Können den Eimer auch noch mitnehmen. Oh nein. Was ist? Nico. Oh je, Hobbs. Ist er... tot? Sieht so aus. Armer Kerl. Er wurde erdrosselt. Vielleicht hatte Simeon recht. Jeder, der diesem Gemälde zu nahe kommt, stirbt. Das Gemälde hat ihn nicht getötet, George. Hier geht es nur ums Geld. Na, gucken wir nochmal Hobbs an. Wer auch immer das getan hat, war ein Profi. Wir müssen vorsichtig sein. Leichenpastillen. Ist nicht verboten, die zu nehmen, oder? Du kennst echt keine Skrupel, George. Na und? Hobbs war erwürgt worden. Das sehen wir ja. Hat er sonst noch was an sich? Nee, sieht nicht so aus. Schau dir das mal an. Jemand hat ein Bild aus diesem Rahmen geschnitten, und zwar ziemlich übereilt. Die Leinwandreste, die da am Rahmen hängen, sehen verdächtig nach La Maledictio aus. Wenn wir das Original haben... Hat der Mörder von Hobbs sich eine Fälschung geschnappt? Ja. Wer auch immer das Gemälde gestohlen hat. Das war ein Eimer, der Wassertropfen auffing. Der Mechanismus zum Öffnen und Schließen des Dachfensters sah verrostet aus. Das Dachfenster war leicht geöffnet. Warum spricht er eigentlich in der Vergangenheit? Können wir das Ding eigentlich da reinsetzen? Das würde niemals... Nö, okay. Wir haben das jetzt... vom Prinzip könnten wir eigentlich gehen, oder? Das Sofa war ein Wrack. Eine... Komm schon, George, wir müssen los. Bin ja dabei. Wir hatten La Maledictio, aber wir mussten versuchen herauszufinden, wer Hobbs umgebracht hatte. Och. Auf dem Boden lagen Hobbs Sandalen. Was wir nicht mal alles herausfinden müssen, ist ja Wahnsinn. Ein Stillleben. Es war ein Stillleben. Das hier ist echt merkwürdig. Das ist abstrakt, George.
Sieht man doch gleich. Ist das nicht toll? Ist es, George. Aber wir haben zu tun. Wir haben Cola, wir haben Pfefferminz. Ich ließ die Minztragees in die Cola fallen und schraubte schnell den Deckel wieder zu. Eine bebende Cola-Flasche, wofür auch immer. Das würde nie... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Hobbs Pinnwand. Was denn für eine Pinnwand? Landschaft? Ach, die Pinnwand. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich habe das Bild identifiziert. Nico, komm mal her und sieh dir das an. Hobbs scheint fleißig gewesen zu sein. Eine Karte von Katalonien, Skizzen des Gemäldes und Notizen. Glaubst du, Hobbs war hinter dieser Tabula Veritatis her? Ich glaube, Hobbs war viel cleverer, als er wirkte. Was konnte Hobbs auf einer Karte von Katalonien gesucht haben? Ich habe keine Ahnung. Ein Foto von einer Art Menschenpyramide. Das stammt aus einem Artikel über... Castel Català? Das ist katalanisch, glaube ich. Katalanische Burg. Hobbs hat es mit seiner Zeichnung der Menschenpyramide aus dem Gemälde verbunden. Noch ein Ouroboros. Sieht aus, als hätte Hobbs das Gemälde Stück für Stück nach Hinweisen durchsucht. Hier muss es irgendwas geben, das uns verrät, wo die Tafel ist. Okay, das ist also die Menschenpyramide aus dem Gemälde. Schau hier. Hobbs hat wieder Castel dazu geschrieben. Welche Verbindung... Hey, diese Menschenpyramiden heißen in Katalonien auch Castells. Das ist die Menschenpyramide aus dem Gemälde. Echt gruselig. Diese Zeichnung sieht aus wie eine Figur aus La Maledictio. Ich vermute, Hobbs hat dort nach Hinweisen gesucht. Aber Castell, welches Castell suchen wir denn? Oh Mann, hier gibt es so viele Castells, das ist ja Wahnsinn. Ich brauchte eine bessere Idee. Ja, einmal Nagelknipser. Castel del Galifa. Castel de Ruby. Castel de Montsant. Alter. Welches Castell ist denn jetzt nun das Richtige? Das war ein Artikel auf Katalanisch über Castells. Ich wusste nicht genau, was ich suchte. Es war eine Menschenpyramide. Ja, super. Das war eine Zeichnung des... Das war ein Artikel. Ja, Castel Català, aber das steht ja hier nirgendwo. Castel de Montardo. Castel de Gour. Castel del Besor. Schau dir auf die Karte an und nimm diese Verbindung ab, ob die nö. Untersuche den Ort Castel de Saint, genau. Das Castel... Das hier. Castel del Sans. Ich glaube, Sans heißt... Heilige. Das hatte Marquez auf das Foto geschrieben.
Dann könnte Castel del Sanz auch Menschenpyramide der Heiligen heißen. Wie auf dem Gemälde. Das muss der Hinweis sein. Ich schätze, das wäre dann wohl das Ende der Ermittlungen, George. Yep, sollte reichen, um mir Navette vom Hals zu schaffen. Dann ging es wohl doch nur ums Geld. Reine Gier. Medowski wollte das Gemälde verkaufen. Und das Geld von der Versicherung. Und es war ihm egal, wie viele Leute er dafür töten musste. Was machen wir jetzt? Übergeben wir alles der Polizei? Schätze schon. Mit dem, was wir rausgefunden haben, müsste Langham Medowski in Spanien problemlos finden. Wüsste trotzdem gerne, wo die Geheimkarte hinführt. Glaubst du immer noch, die bösen Gnostiker stecken dahinter? Keine Ahnung, aber da sind schon noch offene Fragen. Zum Beispiel? Was bedeuten diese Symbole auf dem Gemälde? Was hatte Marquez tatsächlich vor? Warum war das Symbol der Tabula Veritatis unter einer Schicht Farbe versteckt? Und warum brennt das Gebäude? Und was hat... Brennt? Hast du Brennt gesagt? Wir müssen hier raus. Das ist aber ziemlich schnell mitgekriegt, dass wir raus müssen. So, Dachfenstermechanismus, der leider kaputt ist. So, wir haben ja ein Stück Garn, den können wir garantiert damit... Das würde nie Natürlich funktioniert das nicht. Weshalb sollte das auch funktionieren? Ich kann auch nicht in der Eile mal irgendwas machen. So, Brechstange. Das wäre... Na, geht auch nicht. Gleich mit der Cola. Das war... Kann ich mit der Kohle das Dachfenster zerschießen? Ein offenes Dachfenster sah aus wie unser Weg nach draußen. Müssen wir nur noch rauskommen? Nee. Hobbs hatte vermutlich die... Man könnte das Sofa auch einfach rüberschieben, aber das geht ja wieder nicht. So, Garn können wir nicht verwenden. Das Abdecktuch eventuell. Das wäre... Das passt in... Tja... Komm, Tipp. Ja, Endhaken basteln, womit? Also, doch nicht mit einer... Wie soll ich mir den Endhaken basteln? Das wäre ein cooler Kletterhaken geworden, aber dann fiel mir auf... Das klappt. Wenn ich das Tuch an das Brecheisen band, gab das einen ganz brauchbaren Enterhaken. Nur würde ich sagen, nach da oben. Das sollte uns helfen, hier rauszukommen. Nach dir, Nico. Oh, wer jetzt nicht gut im Seil klettern ist. Na toll, vom Regen in die Traufe. Warte, George, ist das nicht... Langham, ein Glück. Hey, Langham! Langham, Hilfe! Hier oben sind wir! Schnell, hier drüben! Warum hat er uns nicht geholfen? Vielleicht, weil er das Feuer gelegt hat. Vielleicht, weil er uns umbringen wollte, Nico. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Glaubst du, er hat Hobbs ermordet? Es geht wohl auch um den ganzen Scheiß. So sieht's aus. Vielleicht auch Simeon. Aber wer ist er? Und für wen arbeitet er wirklich? Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, es ist noch nicht vorbei. George, hörst du das? Londons tapfere Recken. Sei nett zu den Feuerwehrleuten. Und was jetzt? Auf nach Spanien, Nico. Suchen wir das Castel del Sanz und die Tabula Veritatis.
Doch, wir haben sonst nichts zu tun. Nico und ich hatten gedacht, das Abenteuer sei vorbei. Dabei hatte es in Wirklichkeit gerade erst angefangen. Nichts war so, wie es schien. Auf der Fährte von Korruption und Gier waren wir auf eine mörderische Verschwörung gestoßen. Eine Verschwörung, deren Wurzeln zu Geheimnissen hinabreichten, die älter waren als das geschriebene Wort. Wir hatten einfach keine Wahl. Tja. Katalonien, genau. Die Ausläufer der Pyrenäen. Nach einem kurzen Flug und einer langen Autofahrt trafen Nico und ich im Castel del Sans ein. In London hatten wir La Maledictio aufgespürt und begonnen, seine Geheimnisse aufzudecken. Das Gemälde war eine kodierte Karte zu dem Ort, wo sich die Tabula Veritatis befand. Ein uraltes Artefakt, das, wie Pater Simeon sagte, den Teufel entfesseln könne. Und wegen dem man ihn und andere inzwischen ermordet hatte. Wir mussten die Tabula vor den Mördern finden. Die würden vor nichts Halt machen. Auch nicht vor den Zeugen Jehovas. Hoffen wir bloß, dass die bösen Jungs noch nicht da sind. Scheint alles ruhig zu sein. Sieht aus, als wäre seit Jahren keiner mehr da gewesen. Muss ein schönes Plätzchen gewesen sein. Irgendwann mal. Meinst du, die Tabula ist wirklich hier irgendwo? Irgendwo, wenn wir das Gemälde entschlüsseln können. Tja, sieht verlassen aus. Verlassen? Glaube ich kaum. Hast du gesehen, wer das war? Nein, die Sonne hat mich geblendet. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Aber wer? Medowski? Langham? Wer es auch sein mag, wir müssen da rein. Na schön, du sorgst für Ablenkung. Ich versuche, irgendwo Deckung zu finden. Sieh dich vor. Machst du Witze? Die Schüsse wirst eher du abkriegen. Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gucken wir uns die zweite Episode an. Bis dahin. Ciao.